Niklas. Hi. Verlorener Sohn. Warum? Du warst weg. Ganz lange. Aus diversen Gründen. Ja. Ja, stimmt. Was machen wir jetzt Schönes? Eine Weise. Die ist von mir. Aber ich krieg sie mal wieder selber nicht hin. Das kennen wir ja. Ja, mal gucken, ob wir es auch heute hinkriegen. Also ich schaff's hier zu drei Viertel und dann. Schönes Leistengepumpe, ne? Ja, stehe ich drauf. Ärgerst du dich schon, dass du da am Ende nochmal so einen richtigen Kracher reingeschraubt hast? Ich finde das Ende gar nicht so schlimm. Den Sprung? Ach so, den finde ich auch nicht schlimm. Also persönlich finde ich ja den Zug von hier nach hier und den Doppeln am schwersten. Also da falle ich so oft raus. Was ist jetzt darüber, dass du am Ende nochmal so einen Brecher angeschraubt hast? Oh, ich krieg den Zug alleine krieg ich ja hin. Oh, man hat einfach keine Kraft mehr. Ja, also bei weitem nicht mein erster Versuch in dem Bowler. Aber ich habe jetzt mittlerweile alles ausgebohrt. Bin relativ weit gekommen. Nur reicht das irgendwie nicht, weil hinten raus ist es dann immer noch schwer, obwohl es leichter wird. Mal gucken. Ja, ist schon so. Also der Ausstieg ist nicht geschenkt. Die Leiste ist rausgeflutscht. Irgendwie das eine Fingerglied nicht mehr drauf, was ich gebraucht hätte, und das ist einfach geflutscht. Einfach geflutscht. Einfach, das ist Flutschparty, das ist, das tut so weh. Niklas, ich glaube, den Leuten fällt jetzt auf, dass du ein anderes T-Shirt anhast. Ich bin jetzt Ralf. Was ist passiert? Okay. Na, ich habe die letzte Woche nicht geschafft. Da habe ich mir ja noch kläglich dran versucht und bin aber tatsächlich weitergekommen als die Male davor. Also, es hatte ein leichtes Erfolgserlebnis, aber nicht das, was ich wollte. Ja, ja. Jetzt bin ich frisch, jetzt habe ich Power und jetzt hoffe ich einfach, dass ich ihn halte und mir nicht irgendwas wehtue oder so und genügend warm bin auf jeden Fall schon. Also ich hoffe es. Also Däumchen drücken. Ja.
nie gemacht. Jetzt dachte ich schon, du hast den Hook. Zwei Sätze mal schon so, die Krux so ein bisschen. Der hält und du bist da super stabil drin. Ich dachte, jetzt machst du das. Naja, an sich auch. Ich bin ja aus dem Hook rausgekommen, auch stabil. Bloß jetzt ist mir irgendwie der Fuß gerutscht. Komm, mach mal das Ende noch mal schnell. Direkt rein und das Ende machen. Mach mal so. Ja, Mann. Sauber. Komm, 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 jetzt runter. Da ist auf jeden Fall drin. Von der Kraft her soll das machbar sein. Und dann? Nur noch. Aber vielleicht hätte ich eine. Ach, das ist immer das Hetzen gemacht, wenn man nicht weggerutscht wäre. Das ärgert mich gerade schon wieder. Ja, also gerade war es fast der Flash und jetzt hast du dich vermacht. Ja, irgendwie durcheinander. Hast du Bodo-Amnesie? Ja, das habe ich geerbt von Philipp. Oh je. Yeah. Niklas. Komm, halt's fest, halt's fest. Oh. Ja, Mann. Oh, ich hatte oben noch übel viel Kraft. Ja, geil. Ey. Schön. Geil, kann ich gleich andere Weise machen. Ja, nehmen wir das so. Infos? Infos. Weiß, grün, also grün-weiß. Da. Besser. Ja. Erzähl mir was. Die haben wir, also Montag wurde ja geschraubt vorgestern. Und da war ich dann danach schon drin mit Pascal zusammen. Und sie ist aber schon relativ weit gekommen, aber zum Schluss hat irgendwie ein bisschen Technik und Bums gefehlt. Und, aber ich denke mal, dass sie heute drin ist. Also ich hoffe, dass sie heute drin ist. Ja, übelst Erfolgserlebnisse gerade und Glücksgefühle. Also ich hoffe, dass es wird. Nicht gehabt. Aber mit links nicht weit genug drin. Ja. Machst du den jetzt? Ja, ja. Ich stelle immer dieselbe Frage. Ich will immer ein Ja hören. So wie du mal Ja sagst. Denise. So wie du mal Ja sagst. Du bist jetzt auch im Video. Komm, sauber. Ja, easy. Geliefert, ich hab's doch gesagt, ich mach's. Sehr geil. Und die zweite schwarze in zwei Wochen, was ist da los? Ja, das sind meine Schuhe. Das sind die Schuhe, die Schuhe. Bleiben. Oh. Ich akzeptiere. Los.
Standard. Ja. Ich mach den Bruder jetzt auch mal. Ich hab den schon mal gemacht. Jetzt zeig ich, wie es geht. Ich hab meine Bürste abgekriegt. Drecksack-Modus an. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich kann ja mal einer Drecksack sein. Stimmt. Ja, das ist direkt Karma. Ein bisschen schwer. Mhm. Aber ging ich ja auch schon. Ja, jetzt ging es, das war glaube ich das Beste bis jetzt, sonst hat sich immer schwerer angefühlt. Mhm. Ah, schön. Ich versuche jetzt mal eine Definition, die wir vor Ewigkeiten mal gemacht haben, dass wir bei so einem Bruder hier. Einfach mal die ganzen Griffe auslassen bis zu denen da. Und das ist sehr dynamisch und das ist natürlich schwer für mich. Ja, komm weg. Gibt's doch nicht. Mann! Ja, ne? Kaum geht die Kamera an. Vorher 100.000 Besucher. So. Wir schalten jetzt in den Speed-Modus. Nee, aber eigentlich nicht. Ich jetzt musst du aber auch abliefern. Na schön. Heute nicht mehr. Kann ich wieder aus dem Speed-Modus raus. In den Economy, Eco Plus, wo ich ein bisschen Sprit sparen. Damit zurück ins Studio zu Schulterreif. Alles klar, danke Niklas und danke dafür, dass du so zuverlässig Cliffhanger produzierst. Diesmal werde ich den allerdings nicht aufgreifen, denn ich vermute mal, ich werde es nicht mehr schaffen, vor Weihnachten noch ein Video zu produzieren und zwischen den Feiertagen möchte ich ganz gerne die Kamera einfach mal links liegen lassen und ein paar Tage Pause machen. Was ich überlege, ist, vielleicht doch nochmal einen Livestream zu machen, aber das wird sich dann zeigen. Dieses Video war also aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte, was 2021 auf grundkursbodum.de erscheint. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls wir uns nicht nochmal irgendwie im Livestream sehen, dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein frohes Fest, ein paar schöne Feiertage, einen guten Rutsch, bleibt gesund und habt noch einen schönen Tag. Falls ihr klettern geht, dann wünsche ich euch natürlich auch, wie immer, maximalen Grip. Wir sehen uns.